In dem Video stelle ich euch das Moskitonetz für die Heckklappe, in dem Fall am Beispiel vom T6.1 vor. Das Ganze gibt es aber auch für verschiedenste andere Fahrzeuge. Die Funktion ist immer dieselbe und wie man das Ganze montiert, das zeige ich jetzt. Ich habe es jetzt schon mal ausgepackt. Das ist normalerweise sehr gut und kompakt zusammengelegt. Ich transportiere es in meine Euroboxen, habe da meine Equipmentbox, da findet es super Platz. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass das Logo des Herstellers, in diesem Fall Vankito, nach außen sieht. Und wir beginnen da oben. Als Orientierungshilfe dienen beim T6 die beiden Heckklappenscharniere. Hier kann ich die Magneten, die da eingenäht sind, einmal fixieren. Und dann arbeite ich mich sozusagen ringsherum und fädel die Magnete ein. Weiter unten oder im Allgemeinen an Kunststoffteilen gibt es dann durch die Anbringung von Klettverschlüssen eine Befestigungsmöglichkeit. Das sieht dann so aus. Beim erstmaligen Installieren wird das mittels Anleitung, die mitgeliefert wird, einfach gereinigt und geklebt. Und so haben wir da kein Problem. Dasselbe noch hier unten und auch hier. Und dann machen wir das auch noch auf der anderen Seite. Die Magnete sind wirklich stark und gut, funktionieren eigentlich perfekt. Vielleicht nicht zu fest drauf knallen lassen sozusagen auf den Lack, weil man den sonst beschädigen kann. Genau, auch hier wieder die Befestigung durch die Klettverschlüsse und schon ist das Ganze installiert. Wir haben hier die Möglichkeit, durch die Öffnung, die da mit eingenäht ist, auch die Heckklappe zu schließen beziehungsweise einen Heckklappenaufsteller einzusetzen. Den haben wir ja schon im vorigen Video gesehen, aber auch mit Moskitonetz ist das Ganze kein Problem. Wir haben bei dem Moskitonetz oder auch bei den meisten, die für die Heckklappe geeignet sind, die Möglichkeit, ein bis zwei Reißverschlüsse zu öffnen. Und das Ganze dann einfach kompakt aufzurollen. Also da kann man es aufrollen und oben fixieren. So, und habe so dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Heckauszüge ohne Einschränkung zu benutzen. Wenn man das Ganze wieder löst, das ist was, so wie ich es gern verwende, und dann zum Beispiel bis hier runter den Reißverschluss schließe und anschließend den Teil unter die Matratze gebe, habe ich zumindest auch bei geöffneter Heckklappe ein bisschen an Schutz gegen Moskitos, sodass das meiste Viechert eigentlich trotzdem draußen bleibt. Was ich ganz gern mache, ist, dass ich das Moskitonetz halb öffne. Natürlich haben wir dann auch so unsere Fehlerquellen und Lücken für die Moskitos, aber es ist mir trotzdem möglich, bei zumindest teilweise gegebenen Schutz unsere Heckauszüge zu verwenden. Die Hälfte hier verschwindet dann einfach unter einer Matratze und ist dort eingeklemmt. So sitzt alles straff und passt eigentlich auch ganz gut. Das Schließen der Heckklappe, wenn das Moskitonetz installiert ist, ist prinzipiell auch möglich. Man muss das halt dann unten etwas freimachen. Und dann kann ich auch so die Heckklappe schließen.